Manchmal verbinde ich mich mit dir durch mein tiefes Wesen. Aber ich kann deine Antwort nicht hören und ich fühle mich allein. Ich übe regelmäßig. Kannst du mir bitte sagen, wie ich empfänglicher werde und mich mehr mit dir verbinden kann? Stop using your DB. Hör auf, dein tiefes Wesen zu benutzen. Don't use your deep being. Benutze nicht dein tiefes Wesen. Don't try to connect. Versuch nicht, dich zu verbinden. Denn mit all diesen Dingen wirst du in halluzinatorische Geisteszustände geraten. Dann wird Sadhguru anfangen, zu dir zu sprechen und Dinge werden geschehen und... Don't get into that. Begib dich da nicht rein. Also, was soll ich tun? If I have to be receptive, what should I do? Wenn ich empfänglich sein soll, was soll ich tun? What is it that is blocking one's receptivity? Was ist es, das unsere Empfänglichkeit blockiert? It is just, es ist einfach so, that, wenn du etwas mit zu vielen Dingen umhüllst, it can't feel it, isn't it? Kann es nicht fühlen, nicht wahr? Right now, im Moment bist du zu viel Zusammengetragenes, zu viel Angesammeltes. Zu viele Dinge wurden zusammengetragen, die du als Ich selbst bezeichnest. Angefangen von deinem physischen Körper, obwohl da beträchtlicher Raum zur Erweiterung ist, hat der physische Körper zumindest Grenzen. Du kannst dich nicht darüber hinaus ausdehnen, zumindest über einen bestimmten Punkt hinaus kannst du nicht weiter ansammeln. Wenn du zu viel ansammelst, wird die Zeit des Abholens bald kommen. Ja, körperlich gibt es zumindest eine Grenze. Aber mit der geistigen Struktur kannst du auf phänomenale Weise ansammeln. Und wenn du solch einen Haufen auf deinem Kopf trägst, wirst du nichts fühlen. Besonders wenn du anfängst zu glauben, dass der Haufen, den du da trägst, du selbst bist. Je weniger du wirst, umso empfänglicher wirst du werden. Je mehr du wirst, umso weniger empfänglich wirst du werden. Oder mit anderen Worten, um es ganz offen zu sagen, du bist zu voll von dir selbst. Wenn du das reduzierst, wie kannst du dann nicht fühlen? Du wirst fühlen müssen. Was soll ich fühlen? Soll ich deine Stimme hören? Bitte tu das nicht. Wenn du meine Stimme hören willst, leg eine CD ein oder so etwas. Wenn du Stimmen hörst, dann brauchst du Behandlung. Es geht nicht darum, Stimmen zu hören. Was in dich hineingelegt wurde in Form einer Initiation, ist ein lebendiger Prozess. Wenn du nicht zu voll von dir selbst bist, wenn du hier sitzt, wird das ständig in dir nachhallen. Immer. Wenn also einmal eine lebendige Energie in dir ist, musst du nur noch den Raum dafür freimachen. Wenn du Raum dafür schaffst, kannst du es nicht verfehlen. Wenn du willst, dass Sonnenlicht reinkommt, musst du nicht groß kämpfen, du musst nur das Fenster öffnen, nicht wahr? Schau dich also selber an und sieh. Du magst vielleicht ein sehr schlauer Mann sein, oder du magst ein sehr starker Mann, oder ein sehr gut aussehender Mann sein, ein sehr etwas. Bitte reduziere das. Du wirst sehen, du wirst dann anfangen zu fühlen. Ja. Oder du bist ein sehr guter Mann. Bitte reduziere das. Gute Leute können nichts fühlen. Sie werden wie Ziegen, weil sie ständig denken, ich bin gut, ich bin gut. Wie? Er ist nicht gut, sie ist nicht gut, er ist nicht gut, er ist nicht gut, sie ist nicht gut, er ist nicht gut. Verglichen mit all diesen Leuten bin ich ein so guter Mann. Du bist zu voll von dir selbst. Leute, die denken, dass sie gut sind, sind zu voll von sich selbst, nicht wahr? Verringere das. Begreife einfach deinen Platz in der Existenz. Du bist wie ein Staubkorn. Morgen früh, wenn du weggeblasen wirst, ich meine nicht durch eine Bombe. Ich meine, tut mir leid. Angenommen, du verschwindest einfach morgen früh. Alles wird gut sein in dieser Welt. Weißt du das? Oh, kann ich über Diamanten reden? Diamanten.
Weißt du, dass ultraviolettes Licht einen Diamanten verdampfen lassen kann? Weißt du das? Diamanten sind für immer. Hast du gehört? Diamanten sind für immer. Allein durch das Licht, das auf ihn fällt, kann er einfach verdampfen. Bitte wühl und sieh. Sind sie noch da? Weg. Nur dadurch, dass ihn ultraviolette Strahlen in einer gewissen Intensität berühren, wird der Diamant einfach verdampfen. Mehr ist es also nicht. Es ist keine große Sache. Wer du bist, du kannst einfach verdampfen, mit dem richtigen Maß an Bewusstheit. Dafür ist kein großes Kämpfen notwendig. Man muss keinen großen Kampf führen. Großes Kämpfen findet statt, weil du mit einer Brechstange kämpfst. Wenn du versuchst, einen Diamanten mit einem Hammer zu zerbrechen, ist das eine Menge Aufwand. Licht, allein ultraviolette Strahlen lassen ihn einfach verdampfen. Er wird sich einfach in eine dünne Luft Diamanten auflösen. Also, es ist sehr einfach. Bringe einfach die Art von Bewusstsein zu. Mach eine Sache. Wenn du morgens aufstehst, was tust du als erstes? Was machst du? Was machst du? Was machst du als erstes am Morgen? Phone. Telefon. Neue Nachrichten. Mach eine Sache. Du stehst morgens auf und lächelst. At home? Zu wem? Nobody. Zu niemandem. Lächeln hat nichts mit jemand anderem zu tun. Lächeln geschieht, wenn dieser auf eine bestimmte Art und Weise fühlt, nicht wahr? Es sei denn, du bist eine ausgebildete PR-Person. Du hast so etwas gelernt. Sonst passiert das Lächeln, weil etwas in dir geschieht, nicht weil jemand vor dir steht, oder? Also das Erste am Morgen ist, du lächelst. It takes 20 seconds. Es dauert 20 Sekunden. Okay. Okay. Wenn du nicht jemand anlächeln kannst, der neben dir ist, lächle einfach. Pleasant way to start your day, isn't it? Eine angenehme Art, den Tag zu beginnen, nicht wahr? Und wenn eine Dosis pro Tag nicht ausreicht, bist du ein chronischer Patient. Every hour. Jede Stunde. Oh, it's 11 o'clock. Oh, es ist 11 Uhr. It's 11 o'clock. Es ist 11 Uhr. You know? Weißt du, der 21. Juli 2011, 11 Uhr. How many times has it happened? Wie viele Male ist das geschehen? How many times has it happened? Wie oft ist es passiert? Never before. Nie zuvor. How many times more? Wie viele Male noch? Nie wieder. Phenomenal moment, isn't it? Ein phänomenaler Augenblick, nicht wahr? 11 Uhr. 11 Uhr. Es ist eine einfache Sache. Du hältst die größten Dinge in der Existenz für selbstverständlich, verstehst du? Es ist 11 Uhr. Ist das eine kleine Sache? Ist es eine kleine Sache? Fantastisch. Nur einmal. Nur einmal in der Ewigkeit. Ist das nicht fantastisch? Oh, 11 Uhr. Crashkurs. Crashkurs. Just do this every hour. Mach das einfach jede Stunde. In zwei Wochen wirst du sehen, wie es dir gehen wird. Ein 20 Sekunden Crashkurs, den du dir selbst geben kannst. Ja oder nein? Just do that. You will receive. Mach das einfach, du wirst empfangen.